Wir haben hier ein Video von Hardy. Er hat darauf verlegt. Herr Bundy. Der Godfather. Das im Anhang. Ja, im Anhang zu Papst-Video. Wir sehen hier das Portal. Wir haben die drei. Okay? Wir haben hier oben nochmal die drei. Das ist jetzt, ja, das ist nice. Nice to have here. Okay, Peggy macht die Tür. Peggy mit den roten Haaren. Die roten Haare sind der Link zur lila Bühne von den Höhnern. So, nächste Szene. Ah, Moment. Nächste. Ja, und natürlich hier. Wir haben die zwei Pole. Okay? Wir haben hier die Uhr, die Zeit. So. Die Zeit ist Saturn. Saturn ist Black. Saturn ist der Vater aller Götter. Traditionell. Er ist the true Godfather. Und darum trägt der Papst auch ein Saturno. So, und Al Bundy kommt die Treppe hinab, natürlich. Weil er kommt ja, wie wir auch an diesem Wandschmuck erkennen, er kommt ja von oben, aus dem oberen Raum und geht jetzt in den unteren Raum. Es geht um die Verbindung. Eingangs der Szene haben wir das Portal gesehen. So, kurzer Sprung hier zum Ende. Ich wollte es mir noch zu Ende ansehen. Ich habe die erste Hälfte gesehen, dachte, das muss ich zeigen. Er sitzt hier auf der Couch, auf die geblümte Couch. Und er macht jetzt einen Move. Und den macht der Papst auch. Der Papst hat einen Ring. Und ich glaube, die Kardinäle müssen diesen Ring küssen. Es gibt ein Video auf YouTube. Der Papst war in Amerika und vereidigt quasi neue Kardinäle so und das ist auch die Rede von seinem Hut und nein vom Hut der Kardinäle und ihrem Ring und was das alles repräsentiert. So, und sie alle sind Diener des Papstes, des Vertreters von Jesus. Der Papst ist der Antichrist. Alles am Papst ist Antichrist. Das ganze Amt, der Stuhl, die Funktion, alles. Der leibhaftige Antichrist. Es geht immer um ein System. So, und ja. Ja, hier, das, danke an Hardy. Ein vergnügliches Video hier. Mit einmal mehr die alte Geschichte reinterpretiert. So, wir sehen das immer wieder. Okay, bis bald, ciao.